Hallo zurück hier bei uns bei der Firma Sunmobil Cars im wunderschönen Markt Indersdorf. Ihr habt es bereits unten im Titel richtig gelesen. Heute geht es mal wieder um eine teilintegrierte Wohnmobil- bzw. Fahrzeugvorstellung. Ja, um genau zu sein, geht es heute um den Knaus, um den Skywave 650 MF als SMC Edition 2020. So, und was den Wagen so besonders macht und auszeichnet, würde ich sagen, zeigen wir euch jetzt einmal im Detail und wir starten direkt vorne. Und da die erste Bitte bzw. der erste Hinweis, der Wagen ist gerade aus unserer Vermietung zurückgekommen. Der Wagen ist nicht neu, er ist gebraucht. Wie gesagt, 2020, er hat 72.500 Kilometer und steht hier mit der 140 PS Maschine. Ja, Fahrerhaus ist vorne in Fairgrau. Keine Sorge, der Wagen wird noch komplett vollständig aufbereitet, innen und außen. Und ja, wird wie gesagt auch von der Werkstatt natürlich nochmal technisch komplett durchgeschaut. So, Perry, ich mache gerade einmal die Tür auf und setze mich gerade mal hier rein. Wie gesagt, 4 Ducato, 140 PS, 6-Gang Schaltgetriebe. Hier Kilometerstand 72.509. Also der hat schon ein bisschen was gesehen, aber wurde wie gesagt bei uns bestens gewartet und immer instand gesetzt. Ja, der Wagen ist natürlich unfallfrei. Und ja, bis auf, sage ich mal, Gebrauchsspuren, hier ein Kratzer, da eine kleine Delle, hat er nichts. Ja? Also er hat keinen Unfall, bekommt natürlich auch nochmal einen neuen TÜV. Wir checken den, wie gesagt, in der Werkstatt durch und auch die Dichtigkeitsprüfung, genauso wie die Gasprüfung, wird nochmal erneuert. Ja? Wir haben an Front- und Seitenscheiben, ja, ich kann es hier gerade mal zeigen, natürlich die Fahrerhausverdunkelung, ja, die wir, wie gesagt, auch hier vorne dann an der Frontscheibe haben. Es trifft sich dann, wie gesagt, von der anderen Seite in der Mitte, hält durch einen Magneten und zu die Kirsche. Ja? Lederlenkrad ist am Start, Lederschallknauf, Multifunktionssteuerung, also lauter, leiser, Anruf annehmen, auflegen. Ja? Ich warte die ganze Zeit, ehrlich gesagt, auf einen Anruf bzw. auf einen Rückruf. Aber gut, mal gucken. Ja? Am Ende wird alles gut. Sonst haben wir hier den Tempomat, den kann ich hier einschalten oder ausschalten. Hier kann ich den Speedlimiter einschalten oder, wie gesagt, ausschalten. Hier kann ich auch nochmal resetten. Sonst natürlich Radio, Navi, Rückfahrkamera dabei. Ja, aber dazu dann später noch mal mehr. Genau, wir springen einmal raus. Die Spiegel, die lassen sich natürlich elektrisch verstellen, ja, und manuell anklappen. Ja, also da, wie gesagt, muss man keine Angst vorhaben. Wir haben 16 Zoll Alufelgen drauf und natürlich hier, wie gesagt, auch die patentierte Servicebox. Ich muss jetzt gerade einmal hier den Schlüssel holen, aufsperren. Rups. So. Dann geht es hier direkt weiter, dann muss ich einen Dreck hier rausmachen, zack, und dann kannst du einmal reingehen. Da haben wir, wie gesagt, einmal hier den Wassertank zum Befüllen, zum Reinigen oder zum Tauschen der Pumpe, Frischwasser ablassen, Abwasser ablassen, Strom anschließen, Frostwächter ist da und einen Wasserfilter kann man auch noch einbauen, der ist, wie gesagt, neu unbenutzt. Den bekommt er bei der Auslieferung dann natürlich übergeben. Ja, hier mit dem Außenkamin von der Heizung, also da kommt einfach nur warme Luft und Abgas raus, da muss man nichts beachten. Und in diesem Fach hier befindet sich die 80 Ampere große Aufbaubatterie. Ist eine AGM-Batterie, ist auch Platz für eine zweite, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich würde sowieso immer eine Lithium-Batterie empfehlen. Ja, wenn wir uns jetzt hier die Seitenansicht anschauen, der Wagen hat ja eigentlich so gut wie keine Kratzer. Wie gesagt, der ist nicht aufbereitet, der wird noch aufbereitet, der wird auch poliert. Dann steht dir da wie eine 1. So, wo man bei gebrauchten Fahrzeugen immer darauf achten muss, gerade mit den Fahrradträgern, ist, dass die hier hinten keine Dellen haben. Und bis auf so eine winzig kleine, die man wirklich nur sieht, wenn man ganz genau hinschaut, hat der da auch nichts. Ja, wir haben natürlich ein GFK-Dach, heißt ein hagelsicheres Dach. Fahrzeug ist, wie gesagt, wintertauglich und winterfest, hat ein GFK-Dach drauf, entsprechend auch die Dichtigkeitsgarantie. Und ja, hier jetzt nicht erschrecken. Er ist, wie gesagt, gerade zurückgekommen. Wir haben gerade nur die Kennzeichen einmal abgemacht. Und dann haben wir hier noch den Laderaum. Ja, das ganze Equipment, das kommt noch raus. Ja, da muss, wie gesagt, noch sauber gemacht werden. Aber hier hat man auch, wie gesagt, genug Platz für alles, was man so im Urlaub mitnimmt. Ja, in der Garage hat man auch zwei Zurschienen drin, links und rechts. Und hier, wie gesagt, den Gaskasten. Kann einmal aufsperren. Schwupp. Ja, da ist sogar noch die Gasflasche drin, aber da bekommt ihr natürlich bei der Abholung dann einmal eine neue. Ja. Hier ist wichtig, der hat kein Mono- oder Dual-Control, heißt, hier muss das Gas dann immer abgedreht sein, außer man rüstet das Ganze dann entsprechend einmal nach. Ja. Was wichtig ist, dieses Fenster ist nicht Standard, das haben wir extra mitbestellt, macht aber Sinn, dass man, wie gesagt, hier im Fahrzeug dann auch ein bisschen mehr Licht und Luft hat und das ist ein Schiebefenster, das kann man auch nutzen, wenn die Türe dann ja, offen ist. Weil ein normales Aufstellfenster oder Ausstellfenster macht da ja keinen Sinn, weil das würde man einfach nicht nutzen können. Genau, und aus dem Grund haben wir, wie gesagt, hier bewusst keine Premium-Tür bestellt, weil die bringt mir nichts während der Fahrt. Ich sitze ja, wenn hinten jemand sitzt, ein bisschen weiter vorne. Ja, wäre dann wirklich nur Optik. Ja. Genau, elektrische Einstiegsstufe ist am Start. Natürlich auch eine vollautomatische SAT-Anlage. Heißt, wir haben hier einen Fernseher am Start. Ja.
kann man hier, wie gesagt, einmal rausfahren lassen und dann auch schwenken. Kann es vielleicht von vorne einmal drauf, aber man kann dann, wie gesagt, auch hinter Richtung Küche schwenken. Ja, steht hier auch nochmal drauf mit HDMI und allem, was dazugehört. Also da wird einem nicht langweilig. Im schlimmsten Fall, ja, schließt man die PlayStation an. Genau. Ich mache gerade einmal das Licht an, einfach hier länger aufs Bedienpanel drücken. Man hat hier oben auch das CP-Plus-Bedienteil, heißt man kann hier einstellen 9, ja, 14 oder 17 Grad, also digital alles. Hier oben einmal die 12 Volt aktivieren und schon, ja, hat man dann auch Licht in der Bude. Vielleicht stellst du dich einmal zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, wie vorhin. Dann haben wir hier, wie gesagt, einmal ja, eine L-Sitzgruppe. Was heißt das? Das ist ganz einfach. Wir haben hier unten den Hebel, können den entsichern und dann kann man hier diesen Tisch verschieben, ja, und L Sitzgruppe nennt sich das hier. Ja? Heißt, wir haben hier eine L-förmige Sitzgruppe und das hat den Vorteil, dass man diesen Tisch eben in 360 Grad drehen kann, verschieben kann etc. Was auch wichtig ist, der Wagen wird, wie gesagt, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, noch komplett aufbereitet, auch die Polster etc. Also das wird noch hübsch gemacht. Genau, wenn du da schon stehst, einmal Kamera ein bisschen zurück, dann kann man hier, wie gesagt, einmal runterfahren. Ja? Man sieht es jetzt, hier ist dieses Rausfallschutznetz. Auf der einen Seite schon montiert, unter dem Bett ist natürlich, oder unter der Matratze besser gesagt, ist natürlich ein Lattenrost. Und dieses Netz ist auch hier auf dieser Seite, also auf meiner Seite, auch nochmal untergebracht. Kann man, wie gesagt, dann hier oben einklipsen. Genau, Vorsicht, ich fahre einmal wieder hoch, ja, schwupps, einfach einen kleinen Schubser und dann fährt das Ding schon hoch. Und ja, heute mal ein bisschen knackiger, wie gesagt. Wir haben hier eine schöne L-Küche. Wie gesagt, hier 3-Flammen-Gaskocher drin. Wird aber alles noch hübsch gemacht. Dann eben schönes tiefes Edelstahl-Waschbecken. Ja, Stauraum ohne Ende. Hier hast du auch nochmal Ablagen mit diesen Körben. Das kann man hier auch nochmal rausziehen. Also da ist, wie gesagt, für jeden was dabei. Kann man hier nochmal sichern. Die Gasabsperrhähne, Kocher, Heizung und Kühlschrank. Ja. Und genau, Kühlschrank hat 145 Liter, ist ein Absorberkühlschrank, heißt, er geht mit 230 Volt Gas oder während der Fahrt, wenn der Motor an ist, über Strom. Und der hat auch den Automatikmodus. Ja? Also er springt dann automatisch hin und her. Wichtig, Gas offiziell während der Fahrt zu, außer man rüstet, wie vorhin angesprochen, dann Mono oder Dual Control CS nach. Ja. Hier haben wir dann, wie gesagt, noch die Kopfstützen, die sind auch Pflicht, wenn hinten jemand sitzt. Sonst richtig cooler Grundriss, wie ich finde, weil man halt so ein offenes Raumgefühl hat, französisches Bett drin, sieht kleiner aus, als es ist, also da passe ich auch zweimal rein, aber wie gesagt, muss man am Ende auch einfach ausprobieren. Guck mal, hier einmal ums Eck haben wir nämlich noch einen TV-Halter vorbereitet, ja, wie gesagt, vollautomatische Sattanlage ist auf dem Dach, hat natürlich auch ein Twin-LMB, heißt, man kann jederzeit auch hier hinten dann den zweiten Fernseher anschließen, beispielsweise vorne Fußball und hinten dann die Formel 1 anschauen. Ja, hier überall Soft-Close, selbstverriegelnde Klappen, ja, alles im Yachtbau, halbrunde Klappen, selbstverriegelnd, da wackelt nichts, da klappert nichts, das ist eine schöne Geschichte. Hier kann man das Ding auch nochmal hochklappen, kommt dann wie gesagt an die Heckgarage, hat hier auch nochmal so eine herausklappbare Bettverbreiterung. Und schau mal, hier geht es auch noch bis zur Außenwand rein in Sachen Stauraum. Also hier ums Eck sozusagen geht es nochmal richtig tief rein. Genau, boah, das ist eine Kamerafahrt, hey, brutal. Ja, also da seht ihr mal, was ja, hier Platz, sage ich mal, ist. Ja. Sonst, wie gesagt, einmal langsam runterklappen, schwuppdiwupp, kann man hier die Schiebetür einmal aufmachen. Dann steht man, wie gesagt, schon im Raumbad, wo man auch richtig Platz hat. Sonst wie immer in den meisten, also was heißt wie immer, in den meisten Grundrissen von Knaus haben wir die Banktoilette. Da heißt, man hat hier einen sehr großen Toilettentank. Hinten haben wir, wie gesagt, auch nochmal Ablagen, Stauraum. Hier ist auch noch so ein Geheimfach oder Fach für so Tücher drin, die man dann hier unten rausziehen kann. Und sonst haben wir hier oben natürlich noch eine abklappbare Kleiderstange. Ganz wichtig, im Bad auch noch mal eine Dachluke. Die ist nicht Standard, die haben wir extra dazu konfiguriert. Und wenn man eine Dusche draus machen möchte, klappt man die Geschichte hier um. Die kommt dagegen, schwupps, ja, Türe zu und Spaß haben. Ja. Und sonst einmal wieder zurück, zack, zack. Ja, also der Wagen ist, wie gesagt, nicht neu, aber das Gute daran ist, dass dann halt alles funktioniert und diese ganzen Kinderkrankheiten, die man gerne am Anfang mal hat, beseitigt sind. Ja. Wenn der jetzt noch einmal schön aufbereitet ist, ja, dann ist der praktisch richtig cool. Ja, sonst hier oben die Klimaanlage, hatte ich ja gesagt, geht aber nur mit 230 Volt. Und was man auch noch zeigen kann, guck mal, Perry, hier hinten, ja, haben wir auch mal eine richtig schöne Sitzgruppe noch. Hier unten auch richtig schön Stauraum, da passt richtig was rein, da kann man praktisch einen verstecken. Und wenn du gerade mal hier bleibst und praktisch so ein bisschen das Raumgefühl zeigst, drehe ich mal die Sitze um. Ja, geht nämlich super simpel, einfach ein Stückchen vorfahren, das war schon fast zu viel. Ja, dann kann man den so umdrehen, total easy, zack, sitze ein bisschen vor, umdrehen und fertig. Ja, und dann hat man hier ein mega Raumgefühl.
Und jetzt kommt's, ja, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, weil das haben die meisten eben nicht, ja, und ich jetzt nochmal das Bett runterfahre, schwupp, dann kann ich hier noch raus und reingehen. Ja, geht bei keinem anderen. Ja, also, was heißt bei keinem anderen? Bei den meisten musst du halt wirklich so unten durch. Und hier funktioniert es halt so, dass es noch Spaß macht. Genau, man sieht es hier vorne, wir haben es vorhin auch gezeigt. Radio-Navi-Rückfahrkamera, eine spezielle Camping-Navigation, wo Höhe, Breite, Länge hinterlegt ist. Traktionshilfe, Bergabfahrhilfe, Warnblinker, hier kann ich die Vordertüren zusperren, Spiegelheizung und wie gesagt die Klimaanlage. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir noch einmal raus und kommen dann zur wichtigsten Frage. Ich springe einmal vor dir raus, zack. Markise ist drauf. Ja, oben sieht man auch nochmal die Sattanlage, wenn du einen Schritt zurück gehst, glaube ich sogar noch besser. Dann gehen wir einmal hier vor, weil vorne der Motor so laut brummt. Genau, hier steht es auch nochmal drauf, ich habe kein Mist erzählt, 2,3 Liter, 140 PS. Ich schau mal, der hat natürlich auch die grüne Plakette, kannst vorne auch mal zeigen. Und er hat auch schon AdBlue, ja, habe ich jetzt gerade nochmal kontrolliert. Also da, wie gesagt, auch ein Fahrzeug, mit dem man in Zukunft keine Probleme hat. So, und jetzt die wichtigste Frage, ja, die die meisten da draußen immer wieder stellen, Preis. Wir sind ja unter 60.000 Euro, um genau zu sein, 57,97 ist er jetzt aktuell im Mobile inseriert. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Inserat, also zu den Bildern und der genauen Ausstattung. Und wenn ihr Fragen oder Interesse habt, ja, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, kommt gerne vorbei. Am besten immer mit Terminvereinbarung und sonst wie immer LKA liken, kommentieren, abonnieren, drauf und dran bleiben.